Mein Name ist Ulrich Rösch. Ich bin der Inhaber und Chefkoch von diesem herrlichen Restaurant, der Turmschenke in Eisenach, einem alten historischen Weinrestaurant, was es seit 1912 gibt und schon immer in der gehobenen Gastronomie angesiedelt war. Wir kochen heute für Sie einen unserer Klassiker, eine hausgeräucherte Entenbrust mit einem Salat von Radicchio und Chicorée und Orangenvinaigrette. Für unseren geschmorten Salat von Chicorée und Radicchio brauchen wir einmal Chicorée, wunderschön haben wir hier, Radicchio, frisch aus Italien, und dazu Pancetta, das ist der Bauchspeck, luftgetrocknet aus der Toskana. Den habe ich schon in Streifen geschnitten und den müssen wir jetzt auslassen. Beim Auslassen ist wichtig, er hat schon sehr viel Fett, also tun wir einfach etwas Wasser in die Pfanne und dann den Speck dazu. Dann lassen wir das köcheln, das Wasser verdünstet und durch die Hitze löst es den Speck aus der Masse raus und wir haben dann wunderschön den, so sieht das dann kurze Zeit später aus. Das Wasser ist weg und der Speck brutzelt und wird knusprig. Den Chicorée tun wir halbieren und vierteln. Wichtig ist, dass der Strunk rauskommt, denn der ist sehr bitter. So, und dann wird er einfach in so schräg in gröbere Stücke geschnitten. Dann tun wir den in eine Schüssel und wichtig ist, sofort würzen mit etwas Salz, nicht so viel Salz, was ist ein Salat, und relativ viel Zucker. Ein bisschen Pfeffer darf auch dazu. So, und jetzt durchmengen. Und ruhig 10 Minuten stehen lassen. Dadurch dringen die Gewürze in den Salat besser ein, weil Salat sonst sehr schlecht Gewürze annimmt. Radicchio auch einfach erstmal vierteln. Die äußeren Blätter weg, die nicht sehr schön sind. Ja. Dann Strunk raus, falls noch was ist. Und dann schneiden wir den auch in so kleine Dreiecke. Wichtig ist, die Mischung sollte sein, so ungefähr 4 Teile Chicorée, 1 Teil Radicchio. Wem der Radicchio zu bitter ist, der lege ihn bitte 5 Minuten in lauwarmes Wasser, dadurch geht die Bitterkeit etwas raus. Ich mag aber diese Bitterkeit, weil wir haben 4 Geschmackssinne, sauer, salzig, süß und bitter. Und jedes Gericht ist vollkommen, wenn alle 4 Geschmacksnuancen in einem Gericht verwendet sind. Und wir haben dann die Bitterkeit von dem Salat, die Säure von der Orangenvinaigrette und die Süße in der Orangenvinaigrette drin. Und das Deftige von der Ente. Chicorée, den Radicchio genauso würzen mit Zucker und Salz. So sieht der Speck fertig ausgebraten aus, wunderschön knusprig. Den stellen wir jetzt hier zur Seite, bis wir weitermachen. Und jetzt haben wir unseren Bestandteil für den Salat, den gewürzten Chicorée, den gewürzten Radicchio, den ausgebratenen Pancetta. Und dann brauchen wir noch etwas alten Balsamico-Essig. Das war's dann schon. So, jetzt haben wir hier unsere wunderschöne Entenbrust. Das ist eine französische Barbarie-Entenbrust. Kann man kaufen, männlich und weiblich. Wir verwenden möglichst die weiblichen, die sind etwas kleiner und gehen dadurch beim Räuchern schneller. Also die weiblichen wiegen zwischen 180 und 200 und die männlichen 350. Und gerade im Haushalt ist das mit den 350 Gramm Entenbrüsten relativ schwierig, es dauert zu lange. So, unten ist immer ein Unterfilet, das schneiden Sie weg und verwenden es anderweitig, das würde beim Räuchern sowieso abfallen. Dann haben wir hier noch so eine kleine Sehne dran, die schneiden wir weg. So, und dann sehen wir, dass die Entenbrust noch sehr, sehr viel Fett hat und mir ist das immer zu viel. Deshalb schneiden wir von der Haut etwas weg davon, indem man hier das so ein bisschen hochzieht und einfach unten etwas wegschneidet. So, jetzt haben wir sie schon fast vorbereitet. Jetzt schneiden wir das kreuzweise etwas ein, aber nur die Haut, nicht bis auf das Fleisch schneiden. Dann brät sie dann ein bisschen besser aus. Und jetzt haben wir noch ein Problem, nämlich die Stoppeln. Man könnte jetzt hergehen und die einzeln mit der Pinzette ziehen, das ist sehr, sehr aufwendig. Es gibt etwas Besseres. Man kann sie einfach abbrennen. Dazu nehmen wir eine kleine Lötlampe oder Bunsenbrenner.
und gehen einfach einmal über die Ente rüber. Man sieht schon, wie die Stoppeln alle verbrennen. Die Haut zieht sich etwas zusammen, das macht aber nichts. Wichtig ist, dass die Stoppeln raus sind, um dann einen schönen Genuss an der Entenbrust zu haben. Ne? So, wenn wir das getan haben, kann es auch schon losgehen oder sofort weitergehen. Jetzt wird die Entenbrust richtig kräftig mit Salz und schwarzem Pfeffer gewürzt. Wichtig ist, wenn Sie freihändig salzen oder würzen, immer von weit oben, weil Sie damit die größte Streuwirkung erzeugen und keine irgendwelche Salzinseln, die nur lokal sind, auf das Fleisch legen. Ja. Die Entenbrust ist sehr, sehr fettig. Deshalb legen wir sie einfach mit der fettigen Hautseite in eine trockene Pfanne. Man braucht kein Fett extra zu. Wir braten jetzt extra von diesem Fett etwas aus. Das dauert einen kleinen Moment, wird aber umso besser. So, jetzt sehen Sie schon, wie das eigene Fett der Entenbrust langsam ausfällt. Schauen Sie mal, wie viel Fett da rausgebraten ist. Ja? Das würde man sonst mit essen. Und schmeckt zwar vielen gut, ist aber nicht gerade der Beitrag zur gesunden Ernährung. So, wenn das soweit ist, die Entenbrust kurz drehen, dass auch die Unterseite angebraten ist. Und das reicht schon. Rausnehmen, erstmal kurz auf Küchenkrepp. So, zum Räuchern. Nehmen wir einfach einen Topf, wenn Sie haben, können Sie einen alten Topf nehmen und tun ihn erstmal erhitzen, ohne dass was drin ist. Und das dauert einen Moment, bis der richtig heiß ist. Dann brauchen wir Räuchermehl, gibt es in jedem Anglerbedarfsladen. In kleinen Mengen. Im Anglerladen in kleinen Mengen, im Fleischereibedarf nur in großen Mengen, ist im Haushalt immer schwierig. Ja. Und dann brauchen wir für den Topf ein passendes Gitter. Das hätte ich dann hier. Wir warten einen kleinen Moment, bis das heiß wird und dann geht es weiter. Wenn der Topf heiß ist, einfach das Räuchermehl nehmen und reinlegen. Nicht zu viel und ein bisschen rein. Und jetzt sehen Sie schon, wie es anfängt zu qualmen. Das Gitter rein und unsere Enden einfach drauflegen. Und jetzt ein Deckel, der genau passt. Und jetzt dauert das ungefähr 10 Minuten. Je nachdem, wie viel Hitze Sie drunter haben. Es sollte dann nicht allzu heiß sein, nicht, dass das Räuchermehl total verbrennt, dann wird es zu bitter und zu aufdringlicher Geschmack. Das muss man so ein bisschen Gefühl haben. Aber wie gesagt, es geht im kleinen Topf. Sie brauchen keinen teuren Räucherofen. Sie können auf diese Weise alles räuchern, was Ihnen beliebt. Und es lohnt sich, sage ich Ihnen. So, meine Damen und Herren, jetzt machen wir zur fruchtlichen Abrundung des Gerichtes eine Orangen-Vinaigrette. Dazu brauchen wir folgende Sachen: frisch gepressten Orangensaft, frisch gepressten Zitronensaft, etwas Läuterzucker. Läuterzucker ist Wasser und Zucker 1:1 gemischt und aufgekocht. Hat den Vorteil, er ist flüssig und vermengt sich im Dressing wesentlich schneller als Kristallzucker. Außerdem etwas Vanille. Hier haben wir feineste Bourbon-Vanille und etwas Dijon-Senf scharf. Und wie bei jeder Vinaigrette brauchen wir Säure, haben wir durch die Zitronensaft und natürlich Fett, also Öl. Ich verwende halb ein kaltgepresstes Rapsöl und ein kaltgepresstes Olivenöl. Reines Olivenöl nehme ich nicht, dann wird der Geschmack zu stark. Außerdem, wenn Sie die Vinaigrette mal kalt stellen im Kühlschrank, kann Ihnen das passieren, dass sie gerinnt, weil Olivenöl unter 6 Grad fest wird. Was kein Qualitätsmerkmal ist, aber wenn man das dann rausnimmt und will es verwenden, ist es schwierig. Wenn ich das mit Rapsöl mische, ist die Konzentration nicht so hoch und es bleibt immer plan. Inzwischen gucken wir mal schnell nach unseren Enten. Sehen Sie, jetzt räuchert das schon sehr, sehr schön. Und die haben schon eine herrliche Farbe angenommen und es kommt auch langsam schon Spannung in die Ente. Jetzt drehen wir die kurz und man merkt schon, dass sie nicht mehr lapprig sind, sondern Spannung kriegen. Es dauert jetzt nur 2-3 Minuten und dann sind die gut. Die Hitze ist jetzt relativ hoch. Wir gehen mal auf dem Herd ein Stück runter mit weniger Hitze und lassen die noch 2-3 Minuten ziehen. So, zurück zur Vinaigrette. Orangensaft rein, etwas Zitronensaft dazu, etwas Zucker, ein Löffelchen vom Senf. Der Senf ist sehr gut, weil der Senf emulgiert und bindet praktisch Öl und Essig. Eine Prise Salz darf dazu und ein bisschen weißer Pfeffer aus der Mühle. Und dann, um die fruchtige Note zu über,
zu betonen, etwas Vanille. Die Vanilleschote aufschneiden, links, und das Mark herauskratzen. So, jetzt können wir schon den Mixer nehmen und mixen erstmal alles durch. Bevor Sie das Öl dazugeben, sollten Sie kosten, ob das Süß-Säure-Verhältnis stimmt. Ja. Ein kleines bisschen Zitrone noch. Passt. So, jetzt geben wir einfach die Öle dazu. Man rechnet ungefähr ein Teil Flüssigkeit, ein Teil Öl, also 50 zu 50. So, zwischendurch einen kleinen Blick zu unseren Enten. Ja, ja. Sie ist schon, hat schon Spannung, aber geben wir noch 2 Minuten, dann ist es perfekt. So, jetzt wieder den Mixer nehmen und alles schön lange mixen. So, schauen wir nach unseren Enten. Und jetzt hat die Ente schöne Spannung und jetzt können wir sie rausnehmen. Und sieht das nicht lecker aus? So, jetzt einfach die Ente ruhen lassen. Wenn die so schön lauwarm, küchenwarm ist, schmeckt die fantastisch, muss nicht heiß sein. Durch die Ruhezeit verteilt sich das Blut auch nochmal, dass wir durchgehend rosa eine wunderschöne, saftige Entenbrust haben. Sie werden begeistert sein. So, kommen wir jetzt zu unserem Salat. Wir nehmen die Speckstreifen ohne das Fett. Weil das Fett möchte ich nicht, weil das wird, wenn der Salat kühler wird, gerinnt das. Das sieht dann nicht schön aus. Ich brauche nur die Streifen für den Geschmack. Und gebe dazu noch ein bisschen Olivenöl. Das lasse ich heiß werden. So, sobald es heiß ist, muss ich mal so heiß, den Chicorée dazu mit dem Fond, den er gebildet hat. Und jetzt lassen wir das ein bisschen angehen, 1 Minute. Jetzt sehen Sie, weil wir eine schöne breite Pfanne genommen haben, ist der Fond von den Chicorée schon mit verkocht. Jetzt können wir den Radicchio zugeben. Wir lassen das jetzt zusammen nochmal angehen. Einen kleinen Moment schmorgeln. Zucker haben wir theoretisch schon genug dran, jetzt brauchen wir nur noch die Säure zusetzen. Und alten Balsamico dazugeben. Dadurch ändert der Salat auch ein bisschen seine Farbe, hält noch ein bisschen mehr zusammen. Okay, wunderbar. 1 Minute drauf lassen und fertig. So, schauen wir mal, was aus unserer Ente geworden ist. Sehen Sie, wie saftig das ist? Das ist der blanke Wahnsinn. So, wenn jetzt Luft drauf rankommt, wird die Farbe noch intensiver und in Nu haben Sie eine wunderschöne rosa Brust. Und Sie sehen, Sie haben keine grauen Ränder, nicht, sondern es ist durchgehend rosa und der Fett, das Fett hat den Rauchgeschmack wunderbar aufgezogen. Das ist fantastisch, das sage ich Ihnen. Rüber auf den Küchenkrepp und lassen die etwas abtropfen. Und jetzt können wir schon anrichten. Hier haben wir unseren Salat. Und jetzt können Sie, wie Sie möchten, die Ente so ein bisschen eindrehen. Und dann kommt die Vinaigrette dazu. Und als Krönung drauf noch ein bisschen frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Sie werden begeistert sein, wie gut das schmeckt. Wer noch mehr erfahren möchte und noch mehr lernen möchte, der kann auch bei uns zum Kochkurs kommen. Führen wir öfters sonntags durch. Ich würde Sie herzlich willkommen heißen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de